Schrauben, machst du fest, Schrauben, weißt du? Power. So. Gibst du mir ein Bild? Gut. Und ab. In der vorherigen Folge hatten wir uns das neue Tool Workbench Startup in den Prefs der Better Workbench angeschaut, mit dem man sehr bequem die vorhandenen Commodities ein- und ausschalten kann. Ich habe mir ein paar dieser Helferlein herausgesucht, die ich hier zeigen möchte. Diese aktiviere ich nun, starte den Amiga einmal neu, damit die Programme geladen werden. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier so am Laufen haben. Normalerweise finden wir unter dem Menüpunkt Tools, eingedeutscht heißt das Ding Hilfsmittel, nur die Option Reset Workbench. Das Commodity Add Tools fügt uns hier jedoch ein paar weitere Funktionen hinzu, welche man im täglichen Einsatz immer mal wieder gut gebrauchen kann. Zum Beispiel Schnellzugriff auf die Shell, den Taschenrechner, den Texteditor, den mitgelieferten File Manager, den schauen wir uns gleich noch an, und auch, nicht von der Hand zu weisen, die Reboot-Option. Dank des in der vorherigen Folge vorgestellten Magic Menu haben wir diese Tools immer am Mauszeiger, also quasi stets zur Hand. Was stimmt hier nicht? Na, das ist keine Preisfrage, weil einfach zu offensichtlich. Da links unten ein Start-Button. Tja, und das Klischee wird von dem Commodity Y-Start gleich vollends bedient, denn es ist ganz Windows-like tatsächlich ein Startmenü. Es beinhaltet die sichtbaren Piktogramme, beginnend ab der Ebene der Workbench. Das kann durchaus nützlich sein, denn man mag nun Windows-Freund oder Feind sein, aber das mit Windows 95 eingeführte Startmenü ist zweifelsohne eines, ein super Hilfsmittel in Sachen Übersichtlichkeit. Man muss einfach nicht mehr zigtausend offene Fenster auf dem Screen haben. Freilich nur, wem's gefällt, ist ja klar. Kann ja auch gut sein, dass die Amiga-Puristen nichts mit Windows-alike-Tools zu tun haben wollen. Das wäre auch verständlich. Apropos Fenster, so sieht eine Workbench ja mal gerne aus, ganz schnell, ganz unübersichtlich. Unter Windows hat man sich daran gewöhnt, das aktive Fenster per Escape schließen zu können. Die Better Workbench bietet mit dem Programm NED nun das gleiche. Einfach auf Escape und das aktive Fenster oder auch die aktive Anwendung wird geschlossen. Was ebenfalls zur Windows-Tagesordnung gehört, ist die Tatsache, dass man beim Anklicken eines Fensters dieses nach vorne holt. Bislang musste man dies auf der normalen Workbench über die Gadgets überlappen steuern. Mit dem Commodity-Tool Window to Front, welches übrigens ein Nachfolger des beliebten Click to Front ist, haben wir nun auch hier auf der Workbench diesen gewohnten Bedienungskomfort. Einfach irgendwo in das gewünschte Fenster hineinklicken und schwupps! Steht es ganz vorne in voller Pracht. Man kennt das ja. Da ist eine Textpassage, die man woanders braucht. Unter Windows ist das Tastaturkürzel STRG C, STRG V, also Copy and Paste, kopieren und einfügen zu Deutsch, ja praktisch schon fest im Bewegungsablauf unserer Hände einprogrammiert. Es gibt jedoch Stellen, auf denen man nichts herauskopieren kann, weil man diese nicht einmal markieren kann. So auch auf der Workbench. Wenn man diesen Eingriffsbereich deutlich erweitern möchte, kann man zu dem Tool PowerSnap greifen. Hiermit kann man per Maus alle möglichen Textstellen markieren und kopieren. Das geht sogar mit Texten, welche sich nicht in Eingabefeldern befinden, wie etwa den Bezeichnungen von Piktogrammen oder sogar den Fenstertiteln. Ajo, wem's gefällt, ne?
Wenn dieses Tool bereits läuft und wenn man es erneut ausführen will, erscheint ein Konfigurationsmenü, in dem man beispielsweise die Hotkeys für das Kopieren und das Einfügen den eigenen Bedürfnissen ganz einfach anpassen kann. Ja, Vorsicht! Jetzt bitte nicht zu viel Euphorie hier. Dieses Textverarbeitungsprogramm, der Final Writer, ist nicht Bestandteil der Better Workbench. Ich habe das Programm hier nur zu Demonstrationszwecken installiert, um die zwei letzten von mir ausgewählten Commodities in Szene setzen zu können. Final Writer gehört zu den Programmen, welche in einem eigenen Screen ausgeführt werden können, also mit möglicherweise von der Workbench abweichender Farbanzahl und Auflösung. Damit nutzt das Programm eine Eigenschaft des Amigas, welche ihn einzigartig macht. Zwei unterschiedliche Auflösungen gleichzeitig auf einem Bildschirm. Das war für die 80er und 90er Jahre absolut bemerkenswert. Jetzt kommt das Tool Alt-Tab ins Spiel. Und der ein oder andere wird schon ahnen, für was das gut ist, denn der Name ist Programm. Drücken wir nun die Tasten Alt und Tabulator gleichzeitig, so springen wir zwischen den aktiven Screens hin und her. Ein Herumschieben der Screens mit der Maus entfällt somit. Leider geht das Umschalten nur zwischen wirklichen Screens und nicht zwischen offenen Fenstern, wie wir das etwa von Windows kennen. Screenshots mit der Workbench machen. Naja, mit der Standardausrüstung der Workbench 3.1 nicht machbar. Diese Funktion war schlichtweg nicht vorgesehen. Die Better Workbench liefert uns hier aber Abhilfe in Form von Grab IFF. Hält man die Hotkeys des Programms gedrückt, erscheint ein Fadenkreuz, mit dem man das auswählen kann, was man screenshotten möchte. Die erzeugte Bilddatei wird standardmäßig auf der RAM-Disk abgelegt und steht somit anderen Anwendungen zur Verfügung. Ich tappe uns hier mal wieder zurück in den Final Writer, nur mal um so ein Anwendungsbeispiel zu zeigen. Hier können wir nämlich die gegrabte Grafik nun in ein Textdokument einfügen. Klar, das ist keine neue Erfindung des Rades, kalter Kaffee, kennt ja jeder. Aber es geht und es geht schnell und es ist zumindest mal nett. Was uns natürlich noch klar sein muss, jedes laufende Commodity braucht Arbeitsspeicher. Die eben gezeigten Tools fressen etwa 435 KB RAM. Das ist ein durchaus bemerkenswerter Wert, wenn man nur 2 MB RAM hat, wie unser Amiga 1200 hier. Es war halt eben schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben. Generell sei gesagt, wer Hilfe zu den Tools der Better Workbench braucht, dem ist geholfen. Im Verzeichnis Help, welches sich auf der Workbench im Verzeichnis Locale befindet, befinden sich haufenweise Hilfsdokumentationen, welche einem gewiss weiterhelfen können. Sodle, so viel zu den Commodities. Kommen wir mal zu etwas Handfestem. In der Folge 5 der Yesterchips ging es unter anderem um den PCM-CIA auf Compact Flash Kartenadapter, welcher eine Möglichkeit des Datentransfers zwischen Amiga und anderen Rechnern darstellen kann. Damals haben wir die Installation mehr oder minder von Hand gemacht. Wir mussten uns das passende Device beschaffen, das passende Dateisystem FAT95, eben für das Windows lesbare Dateisystem FAT und noch den passenden DOS-Driver Typ CF0. Könnt ihr alles vergessen. Alles, was ihr braucht, ist die passende Hardware, also den PCM-CIA auf Compact Flash Adapter und eine passende Compact Flash Karte. Wenn wir nämlich jetzt mal einen Blick in die Storage werfen und hier in die DOS Drivers, dann sehen wir, dass hier ein ganzer Sack mehr vorhanden ist als in der originalen Workbench. Unter anderem sogar ein Mac-Disketten-kompatibles Treiberchen. Für den CD-ROM-Betrieb sind wir ebenfalls vorbereitet, natürlich unter der Voraussetzung, dass das anzuschließende Laufwerk kein allzu großer Exot ist. Was wir nun hier brauchen? CF0. Dieses kopieren wir einfach rüber in die Devs DOS Drivers. Jetzt ist nur noch ein Rechnerneustart notwendig. Zack! Karte rein und voila! Läuft
dank des bereits vorhandenen Compact Flash Karten Devices und dem FAT-Dateisystem FAT95. Wo wir eh schon gerade in der Storage herumgestöbert haben, gucken wir mal in den Ordner Monitors. Und da sehen wir, dass wir hier nun auch die Screen Modes High GFX und Super Plus vorrätig haben. Wollen wir diese nutzen, müssen wir sie wie gehabt in Devs Monitors verschieben und den Amiga neu starten. Wenn wir nun über die Prefs in Screen Modes gehen, haben wir hier nun die neuen Screen Modi verfügbar. Dieses HiGFX hier liefert uns Auflösungen bis zu 1024x768 Bildpunkte. Leider nur im Zeilensprungverfahren. Dennoch mit allen maximal verfügbaren 256 Farben. Ob eine so riesige Auflösung Sinn macht, sei dahingestellt, denn frisst diese Maximaleinstellung ebenfalls ordentlich Arbeitsspeicher und verlangsamt das System spürbar. Bevor wir uns ein paar weitere Leckerchen der Better Workbench anschauen, ein paar Infos zu versteckten Erweiterungen, die man eben nicht direkt sehen kann, da sie durch kein Piktogramm vertreten sind. Die altbekannten Packer LHA, GZIP, ZIP und UNZIP sind nun Bestandteil der Workbench-Installation. Eine wichtige Grundausstattung, die man früher oder später sowieso installieren muss. Spätestens dann, wenn man Software aus dem ArmyNet nutzen möchte, denn diese Pakete sind fast alle LHA gepackt. Des Weiteren kommt das Fast-File-System in der Version 44.5 zum Einsatz. Dieses kann nun bis zu 8 GB große Laufwerke verwalten, statt wie bisher maximal 4 GB. Und wo wir das Thema gerade haben, Dateisysteme, ja, das PFS3, also das Professional File System, ein deutlich schnelleres und moderneres als das alte Fast File System, dieses ist ebenfalls schon mit an Bord. Eine Kleinigkeit namens Patch RAM behebt einen Schönheitsfehler der alten Workbench. Damals wurde die RAM-Disk generell immer als voll angezeigt. Jetzt ist die Darstellung des noch verfügbaren Speichers korrekt. Und dann spendiert uns die Better Workbench auch noch ein paar zusätzliche Datentypen, welche das aus der Workbench 3.1 bekannte Tool Multiview nutzt. Wir können nun beispielsweise JPEG-Bilder und CDXL-Videos direkt anzeigen lassen. Ferner sind neu und verbessert hinzugekommen GIF, Bitmap, PNG, PCX, ILBM, TGA, TIFF und das Audioformat WAVE. Eine gesamte Übersicht über alle Erweiterungen, welche in der Better Workbench 4.0 im Vergleich zur normalen Workbench 3.1 stecken, findet ihr auf der Seite, von der ihr die Better Workbench beziehen könnt. Schauen wir jetzt mal nach, was noch so interessant sein könnte. Im Ordner System finden wir HardWiz. Einfacher Doppelklick darauf bringt hier in unserem ungetunten Amiga 1200 ein ernüchterndes Ergebnis. Was macht das Programm überhaupt? Kurz gesagt, scannt es den Amiga nach ACA, GVP, Apollo, Blizzard und Wildfire Karten. Findet es eine solche, dann optimiert es die Startup Sequence auf diese Hardware. Testen wir das doch gerade mal aus mit einer alten Blizzard 1230-4. Und siehe da, HardWiz hat erkannt, dass wir eine Turbokarte von Phase 5, oder jetzt sagt man wirklich Phase 5, naja gut, wie auch immer, dass wir eine solche Karte im System haben und bietet jetzt an, passende Treiber dazu zu laden. Wir verneinen dies aber nun, denn diese Turbokarte hier wird nicht in diesem Amiga verbleiben. Mit dem Programm BootUt kann man den Bootsektor eines Laufwerkes auslesen und speichern oder andersherum den Bootblock aus einer Datei heraus auf ein Laufwerk zurückschreiben. Das Tool hat noch mehr Funktionen, an die ich mich jetzt allerdings noch nicht herangetraut habe.
ZSH oder kurz für Z-Shell. Es ist, wie der Name vermuten lässt, eine Shell, jedoch eine deutlich aufgemöbelte. Ob sie gefällt? Naja, ganz ehrlich, gewiss ist sie gut, aber ich bin halt eher ein Fan der konventionellen Shell. Super Duper! Viele werden dieses Programm noch von früher kennen. Es ist ein Duplizierprogramm für Disketten. Ja, darauf liegt die Betonung. Duplizieren, nicht einfach nur kopieren. Ich versuche es mal politisch korrekt auszudrücken. Hiermit kann man von seinen Originaldisketten legal Dubletten erzeugen. Freilich nur für den Eigengebrauch. Man kann damit auch Images erstellen. Für die Umgehung von auf der Diskette implementierten Maßnahmen zur Verhinderung widerrechtlicher Reproduktionen ist es selbstverständlich nicht einzusetzen. Und mal ganz unter uns, es eignet sich dafür auch nicht gerade sonderlich super und auch nicht sonderlich duper. TrackSaver. Der geht eigentlich direkt einher mit super duper und ist möglicherweise sogar noch nutzbringender. Hiermit kann man aus echten Datenträgern, Disketten oder Festplatten, Dateien, ADF oder HDF erstellen und andersherum genauso. Man kann also ADF oder HDF-Image-Dateien zurück auf echte Laufwerke schreiben. Mal angenommen, der Amiga wäre am Internet, so müsste man mit diesem Tool keinen Umweg mehr über einen anderen Rechner machen. Das wär's im System. Gehen wir jetzt mal rüber in die Tools. Naja, okay, ein Taschenrechner. Müssen wir wohl nicht länger drauf eingehen. Schön, dass es ihn gibt, aber auch nicht mehr. Reddit oder R-Edit. Ein komfortabler Editor, welcher den alten Ed aber so richtig schön alt aussehen lässt. Der SCSI-Mounter ist ein Tool, mit dem man entfernbare Medien ins System einbinden kann. Leider fehlt es mir hierzu an Hardware, daher kann ich hier nichts zeigen. Witch Amiga ersetzt das alte Show-Config der Workbench 3.1. Witch Amiga ermittelt die Systemkonfiguration des Amigas, auf dem es läuft, stellt die Informationen zur Verfügung und schätzt ab, um welche Maschine es sich hier handelt. Mit entsprechend getunten Systemen kann man diese Schätzung aber auch durchaus mal daneben hauen lassen. Bei der Analyse geht es nicht nur um die Hardware und deren Erweiterungen, sondern auch um die Version des Betriebssystems und der Workbench. Es ist ein Übersichtsprogramm und nicht zu vergleichen mit Programmen wie etwa SysInfo. Man kann zwar mit der Shell oder mit der GUI der Workbench seine Dateien und Verzeichnisse verwalten, ja, das geht, aber es geht doch nichts über einen ordentlichen File-Manager im doppelfenstrigen Stile des Norton Commanders. Und eben ein solches ist Directory Work, oder kurz Direct Work. Man mag auf den ersten Blick an das auf dem Amiga sehr populären Directory Opus denken, aber das ist es nicht ganz. Trotzdem muss es sich nicht verstecken, denn es bietet uns alle gängigen Verwaltungsoptionen, welche man so braucht. Schlichtweg passend zur Better Workbench. Ein kleines, knackiges Programm, auf Effizienz getrimmt, welches seine Arbeit macht. A-Backup hatte ich in der letzten Folge schon erwähnt. Hier liegt das eigentliche Backup-Programm. Zuvor hatten wir uns in den Prefs die Voreinstellungen für A-Backup angesehen, aber hier finden wir das echte Ding. Ein Backup-Programm eben, mit dem man Dateien, Verzeichnisse und ganze Partitionen sichern kann. Unter MS-DOS und Windows hieß es ScanDisk. Das Programm, welches einen Datenträger nach Fehlern durchkämmt und diese nach Möglichkeit korrigiert. Dateninkontinenz, Sektorenschwäche oder Zylinderbluten, vielleicht sogar Kopfdiarrhoe, das muss nicht sein. Der Disk-Doktor kann hier Abhilfe schaffen. Ja, hinter unserem Freund hier, dem Disk-Doktor, verbergen sich gleich zwei Programme zur Fehlersuche und zur Behebung von selbigen. Zum einen haben wir das alte Disk-Solve, oder wie auch immer man das ausspricht. Das kümmert sich um OFS- und FFS-Dateisysteme. Und wir haben auch den PFS-3-Doktor hier mit an Bord.
Der kümmert sich, wie der Name schon vermuten lässt, um mögliche Fehler im Professional File System. Sollte man also einen angeschlagenen Datenträger haben, so kann man den beim Disk Doktor mal in Behandlung geben. Und damit machen wir hier jetzt mal einen Deckel drauf auf die Better Workbench 4.0. Ich hoffe, dass ihr euch einen gewissen Eindruck von diesem Effizienzasketen machen konntet. Mein Fazit lautet jedenfalls, dass die Better Workbench eine sehr gute Workbench-Erweiterung für nicht getunte Amigas ist, welche jedoch mindestens 2 MB Arbeitsspeicher haben müssen. Als Zielsystem ist der einfache Amiga 1200 angepeilt, aber mit entsprechend RAM ausgestattete Amiga 500, 500 Plus, 600 und auch 2000 gehören nach meiner Meinung ebenfalls in die Zielgruppe. Amigas, welche mehr Power haben, können sich getrost die Classic Workbench genehmigen. Deren Umfang ist nochmal deutlich größer, denn sie liefert auch gleich noch einen ganzen Sack voller Anwendungssoftware und auch Spiele mit sich. Am Ende bleibt alles natürlich wie immer Geschmackssache. Uneingeschränkt kann ich jedoch Gullivers Statement unterstreichen: Die Better Workbench ist schlichtweg die bessere Workbench 3.1. Das war die Folge Nummer 43 hier, mein lieber Mann. Es geht steil auf die 50 zu. Bis zum nächsten Mal. Adele, ciao und bye bye. Euer Mick.